Jo Leute, was geht ab, euer Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ganz genau, Bro. Wir sind nämlich hier heute in Paris von Ubisoft eingeladen worden, Watch Dogs 2 zu testen. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt alleine weitermache, zauber ich mal zwei bezaubernde YouTuber vorbei. Mann, das geile Special Effect. Was ist das überhaupt für ein Laptop? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Leute, wir sind heute bei Watch Dogs 2. Watch Dogs 1 habe ich ja selber schon gezockt, deswegen bin ich umso mehr aufgeregt, wie das Game jetzt ist. Bringe jetzt da drin, ich zeige euch jetzt so ein bisschen so die Location, wie es aussieht. Ihr nickt schon alles schön brav, ganz genau. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit rein und viel Spaß. Money make it so my sucker have a trust fund. Me versus everybody, you won't hear me saying fuck some. King's Cross apartment to that red. Da seid ihr wieder. Okay, der war schlecht, aber komm mal mit rein. Zeig ich mal, wie es hier aussieht. So, und hier kommt man rein, richtig fresh. Also hier sieht es echt aus wie in so einem Hacklabor, keine Ahnung. Hier sieht man nochmal, wie war nochmal euer Name? Interessiert ja leider echt kein Nein, Leute, aber so sieht das Ganze hier aus. Richtig fresh, hier gibt es ganz viele Bildschirme. Hier zocken YouTuber von der ganzen Welt, ganz viele amerikanische, englische YouTuber, keine Ahnung, alles dabei, Leute. Ich glaube sogar italienische YouTuber und keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig cool. Wir haben da hinten unsere Bildschirme und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie es da aussieht. So Leute, so sieht das Ganze hier aus und zwar haben wir hier unseren Bildschirm, da sind wir auch schon in-game. Und ja Leute, hier sieht man alles, HDPVR, fürs Headset, Controller, wir zocken auf der PS4, hier noch das Headset, hier Wi-Fi-D, was geht ab? Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal rein, wie das Game so ist und jetzt kommt noch ein heftiger Übergang. Leute, der Übergang war mal wieder krass. Leute, wir sind jetzt hier schon im Multiplayer drin und erkunden jetzt einfach mal so ein bisschen die Map. Auf jeden Fall, keine Ahnung, wir können das einfach klauen, oder? Wir klauen uns jetzt einfach mal ein Bike und fahren eine Runde. Ihr seht schon immer diese weißen Streifen. Man kann in dem Game einfach alles hacken. Das ist so cool. Man kann die Richtung ändern, man kann Ampeln grün machen, man kann einfach alles machen. Das ist so witzig. Ja, ich will ein Auto haben. Motorrad ist irgendwie nicht so meins. So. Perfekt, es fährt einfach weiter. Bruh. Ist in Ordnung. Fahr mich einfach um, gar kein Thema. Hä? So Sachen passieren dann auch mal. Wir wurden gerade einfach umgefahren, aber es ist auch erstmal ganz egal. Wir gucken jetzt, weil hier gibt es einfach nur Trucks. Ich hatte gerade schon diesen hier. Den. Lol. Denkst du, dem geht's gut? Dem geht's gut. Hey Mann, hier gibt's doch normale Autos? Ich bin jetzt schon mal in die Stadt gefahren und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal hier die Stadt an. Ich habe einfach irgendwie gesagt, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Wir klauen jetzt einfach mal ein paar Sachen und fahren hier ein paar Leute um, so, was ich halt immer mache. Wurde irgendwie ausgeraubt. Oh ja, Mann, ich bin jetzt ein Held. Hä, wo ist er denn? Warum ist da die Polizei? Ey, haben die mich gerade gerammt? Ja, wahrscheinlich bleibe ich auf dem Motorrad drauf, oder? Klar. Leute, niemand. Was? Also, ihr merkt schon. Warte. Wir wurden mal Waffen, Was macht der Digga? Er holt sein Laptop raus. Na klar, was macht man doch sonst, wenn Polizei kommt? Watch Dogs 2 ist man ja quasi so ein Profi-Hacker und man kann einfach alles hacken. Ihr seht zum Beispiel jetzt, zielt er da hinten so ein bisschen hin. Dann können wir es einfach hacken mit L1 und können unten mal... Boom, wir wissen instant, wer das ist, wie viel Geld sie hat und wo sie arbeitet. Und das ist halt richtig krass. Man kann in dem Spiel einfach alles machen, so als Hacker. Du hast sie gerade umgelegt, ne? Hä? Du hast sie gerade getötet. Okay, anscheinend habe ich sie auch gerade getötet. Hä, wie, ich habe sie getötet? Ah, ja. was? Wie er direkt wieder aufgestanden ist. Hä, was ist das? Du auch noch, komm her. Zack, du auch noch. Ja, klatscht mir einmal random rum, macht Spaß. Du auch, bam. Was bist du für eine? Leute, wir fahren jetzt einfach mal zu einer Mission und zwar muss ich da hier einfach diesen blauen Streifen entlang. Voll perfekt, alles klar, bei mir läuft es auf jeden Fall. Wir können jetzt eine Mission machen, in der wir dann unter anderem auch hacken müssen. Ich weiß noch gar nicht genau, was wir machen, aber das sehen wir jetzt, wenn wir an diesem Punkt hier ankommen. Mitten im Wald, keine Ahnung, was hier jetzt genau sein soll, aber Start Mission. Leute, die Mission hat gestartet und oben sehen wir schon Find and Destroy the Three Shipments. Heißt, wir sollen diese drei Sachen finden und müssen anscheinend hier rein. Diese rot angezeichneten Leute da oben sind Gegner. Genau, so, wir können eine Waffe holen und zwar haben wir einmal eine ganz normale Pistole und wir haben hier oben einmal eine Two East Stun Gun, auf jeden Fall geiler Name. Und zwar können wir damit einfach nur Leute zum Einschlafen bringen und die macht keinen Lärm, das ist halt auch voll nice. Und hier sehen wir schon Destroyer, also wir sollen da drin irgendwas zerstören, da müssen wir jetzt auf jeden Fall rein. Um da reinzukommen, fangen wir jetzt erstmal an, das zu hacken. Was ist das? Hey, was geht ab?
Hey, irgendein Online-Spieler. Wir haben jetzt hier diese drei Ziele, die wir halt zerstören müssen. Das Ding ist, wenn wir einmal hier unten drauf drücken, dann kommt hier so diese Ansicht und da sieht man halt alles. Das ist quasi wie Wallhack, man sieht die ganzen Ziele, die man zerstören muss. Oh, wir müssen ihm helfen. Hey, er ist richtig der Pro-Gamer, Alter. Mich würde echt mal interessieren, wer das ist. Leute, ihr müsst halt wissen, hier auf dem Event ist einfach jeder YouTuber. Wer ist alles hier? Slogomani oder wie auch immer heißt. Wixter und keine Ahnung, wie viele YouTuber hier sind. Auf jeden Fall richtig fresh. Ja, dann scheint gerade keinen Bock mehr zu zocken. Okay, wir müssen jetzt noch zwei. No, ich werde von hinten abgeknallt. Hallo. Vielen Dank an mein Teammate, der mich da gerade beschützt hat. Boah, guck mal, er holt ihn einfach richtig. Bruh. Hä? Was war das? Also Leute, ihr merkt schon, das ist nicht ganz so einfach. Man muss hier echt taktisch vorgehen und es ist halt echt schwer, das zu machen, wenn man sich nicht mit dem Teampartner abklären kann. Erst recht weiß ich einfach nicht, wer mein Teampartner war. Aber wir beide sind jetzt hier nochmal. Was hat er für Klamotten da? What the fuck? Aber wir probieren das Ganze jetzt nochmal. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich kann mal so ein bisschen rumgucken. Aber ich sehe auch gerade keinen, wer es ist. Ich habe den schon getötet. Beruhigt ihn mal. Okay, da oben geht's noch weiter. Er ist, glaube ich, unten geblieben. Und wir öffnen die Tür. Wir hacken die schnell. Er ist unten geblieben. Ich gehe jetzt einfach hier oben rein und hack hier das. Oh, hier ist das Ziel, Leute. Ich weiß nicht, explodiert das jetzt irgendwie oder so? Hä, hey, der Typ ist tot. Lauf doch! Was macht der? Boah, war das krass oder war das krass? Komm rein hier, rein hier, rein hier. Komm, 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 da ins Auto, Bro. Komm ins Auto. Der hat aber ein Sturmgewehr. Ey, lol, ich hab ein Polizeiauto. Hä, wo sollen wir hinfahren? Nein! Das ist falsch. Hey, ja, Mann. Was? Das Ding hat uns. Nein. Hä? Der Gabelstapler hängt in uns. Am Arsch, ich steig aus. Wo ist mein Teammate? Da hinten. Er denkt sich auch gerade, was für eine Missgeburt ich bin. Guck mal, wie er fahren kann, als ob er das gab. Perfekt, Digga. Ja, oh ja, nice. Also Führerschein wurde da wohl auch im Lotto gewonnen. Also ich persönlich habe gerade keine Ahnung, wo wir hinfahren, aber das lasse ich mal Player 94 entscheiden. Ja, fahr einfach weg! Scheint mir ein ganz witziger zu sein. Ja, wir haben die drei Ziele aber destroyed, haben damit die erste Mission absolviert. Aber fahren wir doch schon wieder zur nächsten. Ihr seht ja da hinten die Watch markiert. Und Player 94, ich weiß nicht, unser Auto brennt grün auf dem Boden. Keine Ahnung, was es ist. Oder soll das Tuning sein? Nice, Bruder, bei dir läuft. Wir fahren auf jeden Fall zum nächsten Ziel. Ey, wir sind schon da. Da sind wir wieder ganz sanft aus dem Auto ausgestiegen. Hä? Bist du Jesus? Hä? Was? Hä, geht's dir gut, Bro? Bro? Hä? Hallo? Geht's dir gut? Hä? Was ist mit dir? Hallo? So Leute, das war's von Watch Dogs 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. War auf jeden Fall eine ganz lustige Angelegenheit. Abonniert auch meinen besten Freund Player94. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer das war. Ich verlinke irgendeinen Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, dass wir das mal irgendwie zusammen zocken, also wenn es rauskommt, dass wir mal zusammen online zocken oder so, schreibt es mal in die Kommentare, wäre ich auf jeden Fall am Start. An der Stelle auch echt nochmal Dankeschön an Ubisoft, dass sie uns eingeladen haben. Es war echt ein mega geiler Tag. Die Location hier sieht richtig cool aus. Also wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Habe ich glaube ich schon gesagt, oder? Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Video. Und ja, na klar. Haut rein, Leute. Ciao.